Die Kunden sind zufrieden und wenn die Kunden zufrieden sind, dann macht auch der Broker letztlich alles richtig. Wie behält sich FX Flatex? In der technischen Umsetzung sind sie der Hammer. Ich habe noch keinen besseren Support erlebt. Die Ausführungen sind super, der Stereo-Trader, unsere Plattform, die wir haben, ist einfach super. Was wollen wir mehr? Einer der besten Broker am Markt, sehr günstige Kostenstrukturen definitiv, ständige Erreichbarkeit, hoher Service-Gedanke, der da auch wirklich gelebt wird. Sie sind sehr, sehr zuverlässig. Die Kostenstruktur ist super und deswegen schicke ich eben auch gerne meine Trader dahin. Gerade wenn man sehr aktiv handelt am Markt, sind eines der wichtigsten Punkte im Börsenhandel und bei FX Flat ist das einfach gnadenlos günstig. Ich kenne auch keinen günstigeren momentan. Das ist der aktuelle Chart von der Apple-Aktie. Das heißt, die große Korrektur, die hier gelaufen ist, die konnte man durchaus in die Short-Richtung traden, auch wenn das so ein super starker Wert ist, ein absoluter Top-Trendfolger, ein absoluter Bulle. Wir haben hier Situationen gehabt, wo wir Short-Trades handeln konnten, weil wir hatten den ADX, der klar über 30 liegt und wir hatten einen intakten Abwärtstrend. Im praktischen Handel lasse ich mir nicht in die Karten gucken. Ich habe da einen sehr dicken Kopf, ich habe da mein eigenes System, meinen eigenen Handelsansatz. Bei der technischen Umsetzung sind sie einfach perfekt mit dem Stereo-Trader und mit dem Support, den sie technisch leisten. Hervorragend. Das Tool liefert die Einstiegssignale. Stops wissen wir selber, wer es professionell handelt, sind 15 Punkte im DAX. Markt läuft nach oben, macht ein neues Hoch. Markt kommt wieder auf den VWAP zurück. Was macht er da schon wieder? Prallt wieder nach oben ab. Nur mal ein kleines Beispiel. Ich wollte das Tool mal vorstellen. Das gibt es hier bei FX Flat in der MetaTrader 4 und Plattform inkludiert drin. Ein Money Management, das bedeutet, der richtige Kapitaleinsatz auf einen Trade zu wählen. Das ist für viele Trader heute immer noch eine große Herausforderung. Warum ist das eine Herausforderung? Weil man ganz gerne mit einem Trade was richtig Tolles erreichen möchte. Das heißt, man setzt meistens auch sehr viel Geld in einen Trade rein und wenn der dann schief geht, dann ist gleich das Depot auch noch geschreddert. Nehmt das, was zu eurem Geldbeutel passt und vor allen Dingen das, was zu euch passt und womit ihr euch wohlfühlt. Wenn ihr euch mit 500 Euro wohlfühlt, dann macht es mit 500 Euro. Wenn ihr euch mit 2000 wohlfühlt, dann macht es mit 2000. Wenn ihr nur 2500 habt, dann macht es mit 500, lieber fünfmal. Wir holen Anfänger ab und bringen bei, Börse in der Tiefe zu verstehen, Step by Step, Schritt für Schritt, wird alles fachlich und didaktisch so gezeigt und hergeleitet, dass man auch Anfänger für das Thema abholen kann und begeistern kann. Kleines Konto und so eine Handelsstrategie, wie wir ansetzen, wie wir hier bei FX Flat auch umsetzen, die benutzen wir dafür, um konstant kleinere Gewinne zu erzielen. So wie jeden Tag arbeiten geht, um jeden Tag ein Stück von seinem Einkommen zu generieren. Das machen wir mit kleinen Konten und mit kurzfristigen Strategien. Ja, ich denke, der FX Flat ist ja sehr gut aufgestellt. Die sind sehr breit, sehr stabil aufgestellt. Das ist das, was ich auch als Händler suche, Sicherheit für mein Geld.